Ich darf euch vorstellen, das legendäre Pokémon Arceus. Wir spielen es hier für diesen Gortrom Raid. Ihr könnt natürlich für jeden anderen Raid Arceus immer beliebig umrüsten. Dafür ist Arceus natürlich immer sehr bekannt gewesen, immer mit seinen ganzen Tafeln. Hier auf jeden Fall Level 100, Terra-Typ Kampf. Wir haben hier als Item einmal die Fausttafel. Ihr könnt aber im Puerto Marinedo im Auktionshaus auch noch alle anderen Tafeln erwerben und Arceus jederzeit damit einfach umrüsten. Ihr müsst das Item bzw. die Tafel nur Arceus zum Tragen geben. Dann spielen wir Arceus auf jeden Fall 252 EVs auf den KP und Spezialangriffswert. Die Fähigkeit ist nicht hier wichtig. Wir spielen hier für diesen Raid Eisenabwehr, Genesung, Säurespeier und Urteilskraft. Ihr könnt das Ganze auch hier mit Gedankengut und Kraftvorrat spielen, was wirklich sehr, sehr strong sein kann. Habe ich persönlich noch nicht getestet, ist aber laut Theorie sehr, sehr stark. Dann natürlich auch noch die DVs haben wir hier alle sensationell und maximiert. Mir fällt gerade auf, ich habe nicht mal das richtige Wesen auf dem Arceus gehabt und habe Gortrom ganz einfach besiegt. Ihr spielt am besten auf Arceus ein mäßiges Wesen. Der Gott, der wirklich jeden Raid zerstört. Und ich zeige euch, wie ihr das Ganze angeht. Im Beispiel von Rillaboom, aka Gortrom im Raid. Ich muss sagen, Arceus ist einfach so ein krasses, variables Raid-Pokémon. Es ist so gut. Wie ihr eins bekommen könnt, ist eigentlich ganz simpel. Kauft euch Legenden Arceus, spielt das Spiel durch und dann habt ihr auf jeden Fall so ein gutes Pokémon. Wir gehen hier bei Gortrom in der ersten Runde auf ein Eisenschild bzw. Eisenabwehr. Gortrom wird Akrobatik machen, relativ viel Schaden, aber sobald wir bei plus 4 sind mit der Verteidigung, macht er nicht wirklich mehr Schaden, als er soll. Dann gehen wir auch einmal in der dritten Runde, bevor er aufs Schild zurückgreift, einmal auf Urteilskraft, um ihn einfach ein bisschen Damage rauszuhauen, weil nämlich genau jetzt in der dritten Runde sein Schild rauskommt. Das heißt, bedeutet für uns, wir gehen hier einmal auf den Säurespeier. Der mattert nicht wirklich sehr, denn Gortrom wird im Anschluss nach dieser Runde definitiv seine und unsere Stats resetten, weshalb wir uns auf jeden Fall nicht boosten müssen hier. Wie ihr hier sehen könnt, nämlich geht er auf einen Full Reset. Das bedeutet für uns jetzt aber wieder und auch für ihn, dass er sich wieder boostet. Bei uns heißt es jetzt wieder, wir gehen in der nächsten Runde über Schallknall. Macht nicht allzu viel Schaden, den sollten wir mit Arceus super tanken. Wir gehen dann in der nächsten Runde auf eine Eisenabwehr. Wenn ihr dann in der gelben oder roten KP-Leiste seid, solltet ihr auf jeden Fall in der nächsten Runde eine Genesung drücken. Genesung haben wir auch hier genauso wie Urteilskraft mit AP Plus nochmal ein bisschen hochgepusht. Es gibt für Arceus auch noch eine sehr interessante Methode mit Kraftvorrat. Ihr könnt das Ganze auch mit Gedankengut spielen, was wirklich nicht verkehrt ist. Habe ich persönlich noch nicht ausprobiert, aber ihr könnt mir mal gerne in die Kommentare schreiben, ob das Ganze was taugt. Falls ihr wisst, was ich meine mit Gedankengut, Kraftvorrat, eine Taktik, ne? So, dann sind wir, wie ihr schon sehen könnt, plus 4. Wir gehen einmal in der nächsten Runde, dann einmal auf Säurespeier. Ihr könnt auch, wenn ihr nun mal sicher spielen wollt, auch dreimal auf eine Eisenabwehr gehen. Dann haben wir schon auch die Terra-Kristallisierung. Wir gehen aber weiterhin auf Säurespeier. Ihr könnt natürlich auch Terra-Kristallisieren, je nachdem, wie sicher ihr euch gerade fühlt. Seid euch auf jeden Fall bewusst, wenn ihr jetzt rausgenommen werdet von Gortrom, ist auch eure Terra-Kristallisierung weg. Und das ist ganz, ganz wichtig, wenn ihr in der roten KP-Leiste seid, nicht Terra-Kristallisieren. Erstmal auf eine Genesung und dann sicherheitshalber in der nächsten Runde Terra-Kristallisieren. So, Gortrom ist bei uns jetzt auf jeden Fall auf minus 4. Das Gute ist, warum wir Arceus auch speziell spielen. Arceus bzw. Gortrom hat eine schlechtere Spezialdefensive. Als nächstes, ihr seht schon, ich bin ziemlich low. Gehe ich auf eine Genesung, da sollte ich wieder bei 300 bis 400 KP sein. Und ich muss euch ehrlich sagen, Leute, das Pokémon ist ultra stark. So, in der nächsten Runde gehen wir auf den Säurespeier. So ist Gortrom dann auch nun minus 6. Und wir können ganz easy in der nächsten Runde dann auf eine Urteilskraft gehen. Ihr werdet sehen, Urteilskraft ist wirklich richtig gut. Wo ihr Arceus mit der Fausttafel bekommen könnt, das ist ganz einfach. In Puerto Marinedo ist die Auktion. Dort könnt ihr euch die Tafeln dort ganz einfach kaufen. Wir gehen wieder auf eine Urteilskraft von den KP her. Sieht es eigentlich ganz gut aus. Ihr könnt euch aber natürlich auch hier wieder heilen, bevor ihr hier in die nächste Runde geht.
Aber ihr seht schon, der Damage ist wirklich sehr, sehr gut. Gorton befreit sich von allen Effekten. Das bedeutet, auch hier müssen wir wieder danach einen Säurespeier drücken. Und auch hier wieder, weil wir jetzt in der roten KP-Leiste sind, definitiv auf eine Genesung, weil es wird eine Runde kommen, wo er irgendwie, warum auch immer, zweimal angreifen kann. Wir gehen auch hier wieder dann auf den Säurespeier. Dann natürlich nochmal auf den Säurespeier. Dann ist Gortrom schon auf minus 4. Ihr könnt natürlich sicherheitshalber auf hier minus 6 gehen. Ich bleibe jetzt mal bei minus 4, weil ich mich wahrscheinlich auch gleich in der nächsten Runde heilen muss. Da seht ihr das, die Attacke bzw. die Runde, wo er zweimal angreift. Hoffentlich kriege ich keine Para. Gott sei Dank nicht. Obwohl, ja, danke für die Para. Bei so einem Fall gehe ich dann lieber auf Anfeuern und dann auf die Beine. Das sorgt meist dafür, dass die Paralyse danach weg ist. So, genug Faxen gemacht. Wir gehen auf eine Urteilskraft. Und Gortrom sollte schon mächtig Schaden dadurch bekommen. Minus 4. Wir haben jetzt zwar kein Pluswesen, beziehungsweise wir haben jetzt keinen Gedankengut hier drauf. Dafür spielen wir aber Genesung, was auch sehr, sehr wichtig ist. Ich würde euch tatsächlich empfehlen, in diesem Raid, was ich alles zweimal gemacht habe, vom Säurespeier her und auch von den ganzen Eisenabwehr, dass ihr das dreimal macht. Weil ihr seht, ihr spart dadurch nicht wirklich eine Runde mehr oder weniger. So, Gortrom, ich hoffe, du hörst jetzt mal auf mit deinen zweimal Angreifen in der Runde. Nee, hat er anscheinend noch Bock drauf, das ist aber nicht so schlimm. Wir gehen dann auf eine Urteilskraft und wenn ich mich nicht irre, sollte das, glaube ich, sogar schon reichen, um ihn rauszunehmen. Ansonsten versohlen wir ihn in der nächsten Runde. Ich glaube aber, das sollte reichen und ich sage euch ehrlich, dieses Pokémon hat wahrscheinlich noch viel mehr Potenzial, als ich hier gezeigt habe. Abonniert und liked das Video. Bis zum nächsten Mal.